Press the Max. Aus Amerika kamen ja eine Zeit lang nicht so dolle Dinger wie zum Beispiel Freedom Fries oder Homeland Security. Jetzt gibt es wieder gute Nachrichten, zum Beispiel Paris Hilton war im Knast oder das neue iPhone oder der neue Chevy HHR. Der HHR sieht aus wie ein Facelift von PT Cruiser, ist er aber nicht. Nur der Designer von PT Cruiser ist jetzt von Chrysler zu Chevrolet gewechselt und das hier ist einer seiner neuesten Werke. Der HHR ist ein Remake des berühmten 49er Suburban und der 49er Suburban war ja so etwas wie der erste Crossover überhaupt, so eine Mischung aus Kastenwagen, Kombi und Großraumlimousine. Der HHR Heritage High Roof, also aus Tradition ein hohes Dach, hat vorne ein sehr sympathisches Gesicht, wie ich finde, mit dieser dicken Nase, sieht er fast aus wie so ein Nasenbär und natürlich ganz im Stil der 40er und 50er Jahre diese breit ausgestellten Kotflügel. An der Seite gibt es die obligatorischen Trittbretter. Durch die hochgezogene Gürtellinie werden die Fenster jetzt ungefähr so groß wie ein Bildschirm von einem PC. Hier oben drauf fehlt eigentlich nur noch das Surfbrett. Am Heck dann natürlich die große obligatorische Klappe. Also ich finde, der HHR hat viel Charme. Der sieht so richtig nach Streetlife aus und man muss nicht unbedingt den ganzen Tag in Cowboystiefeln rumlaufen, um dieses Auto cool zu finden. ,47 m ist der Chevy lang, deswegen ist hier in dem Fünftürer auch Platz für eine halbe Footballmannschaft. Leider sieht es hier drin auch so nüchtern und aufgeräumt aus wie in einer Umkleidekabine. Das ist optischer Fastfood, das ist der typisch amerikanische Einheitslook hier. Ganz nett sind allerdings die Armaturen geworden. Hier hinterm Lenkrad fühlt man sich wie John Boy auf dem Kutschbock. Genauso bequem und komfortabel. Also die hohe Sitzposition, die hat durchaus was. Leider hat der HHR nicht den Motor von der Corvette, sondern den Vierzylinder mit 170 PS, 2,4 Liter Hubraum. Ist natürlich ein Benziner, denn die Dieselmotoren sind in Amerika ungefähr so beliebt wie Kritik am Präsidenten. Ich glaube, da muss man noch lange warten, dass der HHR in Europa mit dem Diesel an den Start kommt. So ein richtiger Sportsfreund ist der Motor nicht. Wenn man aufs Gas drückt, hat man das Gefühl, man drückt auf den Marshmallow, so weich ist das. Irgendwo zwischen Brennraum und Antriebswelle verpufft die Leistung. Er hat zwar 170 PS, aber davon spürt man nicht sehr viel. Da muss man schon einen echten Kickdown machen, damit hier was vorwärts geht. Dann allerdings besteht ein bisschen die Gefahr, dass die Vorderräder anfangen zu rupfen. Bei 180 ist Schluss. Ein Auto mit dieser Leistung sollte eigentlich 200, 220 fahren. Warum das so ist, keine Ahnung. Also ein bisschen mehr Leistung und vor allen Dingen den Diesel würden dem HHR, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen. Die Automatik hat man, glaube ich, aus Versehen aus dem 49er Suburban hier eingebaut. Die schmeckt ungefähr so gut wie ein Hamburger ohne Ketchup. Dass die nur 4 Gänge hat, dürfte nur dem Farmer aus Midwest nicht auffallen. Für europäische Verhältnisse fehlen hier noch 2, 3 Gänge. Wenn man sich dieses Auto kauft, dann unbedingt die 5-Gang-Handschaltung bestellen. Aber auch mit der 5-Gang-Schaltung ist der HHR bei Weitem kein Auto zum Rasen, sondern das ist ein Cruiser vor dem Herrn zum entspannten Gleiten durch die Landschaft und vielleicht auch durch die Stadt. Das Fahrwerk ist typisch amerikanisch, sehr weich und sehr komfortabel abgestimmt. Wenn man zu schnell damit fährt, fängt es gleich ein bisschen an zu poltern. Also das ist ein sehr solides Fahrwerk, allerdings nur mit Traktionskontrolle. ESP kann man nicht mal extra bestellen. Warum gerade die Amis gerne drauf verzichten, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil sie so super gute Autofahrer sind. Die Lenkung ist ziemlich direkt und vor allen Dingen sehr leichtgängig. Das passt hervorragend zu dem doch sehr gutmütigen Fahrverhalten. Also ich glaube, der HHR ist so ein richtig treuer Schluffen für die moderne Familie, bei der es nicht unbedingt ein Zafira oder ein Touran sein muss. Knapp 23.000 Euro kostet das Auto. Dafür ist er aber auch schon komplett ausgestattet und so cool und vor allen Dingen knuffig, wie er aussieht, werden sich sicher viele Frauen diesen amerikanischen Freund hier vor die Haustür stellen. Oder Sabine? Test the Max.